Ein Geräusch, als würden Knochen brechen. Ich werde versuchen, die Streithähne auseinanderzubringen. Wenn du unbedingt raufen willst, dann versuch's mal mit mir. Moment. Na, willst du auch ins Wasser? Dann aber schnell. Sonst schnapp ich dich. Ich schnapp euch beide. Dies ist der erste Kampf zwischen den beiden, seitdem sie bei uns sind. Vielleicht vertragen sie sich im Wasser. Doch die Schlägerei geht unvermindert weiter. Seit Jahrmillionen finden derartige Kämpfe zwischen Krokodilen statt. Auf diese Weise klären sie Rang- und Revierstreitigkeiten untereinander. Manchmal endet so ein Kampf erst mit dem Tod eines der Kontrahenten. Here we go. Immer noch hagelt es Kopfnüsse, dass es nur so kracht. Zähne zersplittern unter der Wucht der Stöße. Das sind hammerharte Schläge. Keiner von beiden will nachgeben. Jetzt reicht's, ich werde sie trennen. Beim Einfangen von Krokodilen gibt es keine Routine. Man weiß nie genau, was einen erwartet. Und wenn es darum geht, meine Leute vor den Krokodilen zu schützen, habe ich keinerlei Bedenken, Leib und Leben aufs Spiel zu setzen. Es geht eben nichts über solide Stiefel. Cassie und Bluey wollen nichts voneinander wissen. Das kommt schon mal vor. Aber jetzt müssen wir Bluey aus dem Gehege herausholen, damit sich die beiden nicht gegenseitig umbringen. Wir fesseln ihn nicht, sondern stecken ihn einfach mit verbundenen Augen in eine Transportkiste. Denn ich gehe davon aus, dass diese Vorsichtsmaßnahme genügt. Doch das wird sich als folgenschwerer Irrtum herausstellen. Yeah, you swap with Brendo. Yep. Got him there? Gleich kommt es zu einer äußerst brenzlichen Situation, in der schnelles Handeln gefragt ist. Einer der beiden Leute am Boden ist Toby, einer unserer erfahrensten Krokodilpfleger. Okay, under his arms. Okay, now in. Okay, now when we say. Achtung, jetzt passiert es. Ich musste dem Krokodil meinen Fuß ins Maul stoßen. Andernfalls hätte es Tobys Kopf erwischen können. Die Zähne haben sich glatt durch das Leder gebohrt. Dies sind die besten Stiefel der Welt. Ein 2,5 Meter langes Krokodil hing an meinem Schuh. Das gibt ein paar blaue Flecken, aber ich bin unverletzt. Es ist noch einmal gut gegangen. Um diese Tageszeit ist der Besucherandrang im Australia Zoo am größten. Deshalb haben wir Bluey aus Sicherheitsgründen in die Kiste gesteckt. Denn wir müssen ihn quer durch den ganzen Zoo zu seinem alten Gehege transportieren. Nach der heftigen Begegnung mit Cassie dürfte er froh sein, dass er jetzt wieder seine Ruhe hat. Graham hat sich bereits gut eingelebt in seiner neuen Umgebung. Er hat den Umzug bestens überstanden. Auch Bindi fühlt sich pudelwohl. Nun müssen wir die Probe aufs Exempel machen und sehen, wie er sich bei der ersten Fütterung benimmt. Es könnte ziemlich lebhaft werden. Dies ist Grahams erster Auftritt vor großem Publikum hier bei uns im Australia Zoo. Wegen Bindi muss ich mir keine großen Sorgen machen. Was ich bei der Vorführung heute zeigen möchte, ist, wie Krokodile sich tarnen, um an ihre Nahrung zu gelangen. Ihr seht einen neuzeitlichen Dinosaurier vor euch. Grahams älteste Vorfahren lebten schon vor über 200 Millionen Jahren. I see you, boy. Ich sehe dich. So ist's brav. He's a good boy. Er schnappt so vehement zu wie immer.
Und es gefällt ihm gar nicht, dass ich kurz den Fuß ins Wasser halte. Damit habe ich seine Reviergrenzen verletzt. Weiter geht die Fütterung. Come on, buddy. Come on, big boy. Da wäre ich fast gestolpert. Den Zuschauern gefallen diese unfreiwilligen Einlagen. Graham wird richtig sauer, wenn man in seinem Teich plätschert. Sein Verhalten ist absolut normal. Dies ist der Beweis dafür, dass unsere Umsiedlungsaktion ein voller Erfolg war. Er fühlt sich sichtlich wohl. Terry und das übrige Team sind begeistert. Come on. Und nun zum letzten Test. Wie wird er darauf reagieren, dass ich in seinen Teich steige? Jetzt denkt er bestimmt, gefällt mir nicht, dass der Kerl da reinkommt. Der riecht so komisch. He's thinking about it. You coming in? Dies sollte man in Australien und natürlich auch anderswo auf gar keinen Fall tun. Zu Krokodilen ins Wasser gehen ist im höchsten Maße gefährlich. He's going the boot. Mein Stiefel scheint ihn mehr zu interessieren als der Fleischbrocken. Come on, buddy. Here you go, Alex. Come on, man. That's a good boy. Here you go. You want it? Aber jetzt hat er sich wieder beruhigt und lässt sich genüsslich die Leckerbissen schmecken. Für mich eine gute Gelegenheit, ihn aus der Nähe zu betrachten, um etwaige Verletzungen zu entdecken. Er ist wirklich ein Prachtkerl. Den Zoobesuchern hat's großen Spaß gemacht. Genau wie mir. Alles lief wunderbar, bis wir von einer sintflutartigen Überschwemmung überrascht wurden. Der Chef, der einen Zoo-Mitarbeiter vor dem Rachen eines Krokodils rettete, sagte, er hätte instinktiv gehandelt. Der Mann hätte Glück gehabt, dass er nicht ein Bein verlor. Am Freitagabend betraten sie das Gehege von Graham und Bindi. Sie dachten, sie wären in Sicherheit. Wir sind seit 1970 hier ansässig und erleben jedes Jahr Überschwemmungen. Diese war jedoch besonders heftig. Sie hat bereits Menschenleben gefordert. Krokodile mögen Überschwemmungen, weil sich dadurch ihr Aktionsradius erheblich erweitert. Wir sprangen ins Gehege, um angeschwemmtes Treibgut vom Zaun wegzuräumen. Sekunden später kam Graham angeschlichen und biss Wes in den Oberschenkel. Die Zähne bohrten sich in Wes Gesäß und Bein. Irwin tat, was er am besten kann und warf sich auf das Krokodil. Mit Erfolg. Graham ließ ab. Als das Krokodil zubiss, geschah dies in einer schnellen Vorwärtsbewegung. Ich stürzte mich sofort auf das Tier, packte es an den Hinterbeinen und versuchte es festzuhalten. Wes, der immerhin 90 Kilo wiegt, rollte zur Seite. Das gab mir die Gelegenheit, sein Bein zu greifen und hochzuhalten. Gleichzeitig schnappte ich mir den Stock, den wir zur Sicherheit dabei haben, und rammte ihn dem Krokodil ins Maul. Wes konnte sich auf den Zaun flüchten. Ein kritischer Augenblick. Obwohl Wes schwer verletzt war, drehte er sich um. Als ich aufschaute, sah er zu mir herunter, bereit, nötigenfalls noch einmal ins Gehege zu springen. Zoodirektor Wes Mannion erholt sich zurzeit im Krankenhaus. Sein Boss Steve Irwin, alias Crocodile Hunter, ist jetzt sein Held. Mein Freund Wes ist offenbar aus dem richtigen Holz geschnitzt, denn er ist vollständig und relativ schnell von den schweren Verletzungen genesen. Krokodile sind wie Menschen. Graham glaubt, er hat in jener Nacht gewonnen, weil er Steve und mich umgehend aus seinem Revier vertrieben hat. Für ein Krokodil ist das ein ganz natürliches und logisches Verhalten. Insofern war es gut für seine Psyche. Im Nachhinein bekommen Wes und ich immer noch eine Gänsehaut. Es war die reinste Sintflut. Unvorstellbare Wassermassen wälzten sich durch Grahams neues Gehege. Die Krokodile waren schon ganz nervös.
Für sie ist es jedes Mal eine willkommene Abwechslung, wenn das Land überschwemmt wird und sie sich frei bewegen können. Wir mussten in der Nacht ins Gehege, um zu verhindern, dass die Umzäunung durch angeschwemmte Äste und Trümmer beschädigt wurde. Wir können von Glück sagen, dass wir regelmäßig Notfallmaßnahmen trainieren. Sonst hätte es für Wes womöglich noch viel schlimmer kommen können. Bei Regen und Dunkelheit in das überflutete Krokodilgehege zu steigen, das war schon spannend. Wir fingen gerade an, Treibgut über den Zaun zu werfen, als Wes plötzlich aufschrie. Ich stürzte mich sofort auf Graham, um meinen besten Freund zu retten. Wes befreite sich aus den Fängen des Krokodils. Bevor Graham nach seinem Kopf schnappen konnte, hatte er sich auf den Zaun gerettet. Ich nahm den Prügel und stopfte ihn Graham ins Maul. Dann weiß ich nur noch, dass wir beide über den Zaun sprangen. Erst nachdem wir 3-4 Meter gelaufen waren, kam mir der Gedanke nachzusehen, wie schwer Wes verletzt war. Wir alle freuen uns, dass Wes mit dem Leben davon gekommen ist. Und Graham freut sich über sein schönes neues Gehege. Eines steht fest. Graham ist und bleibt ein gefährliches Raubtier, vor dem wir Respekt haben müssen. Krokodile stehen an der Spitze der Nahrungspyramide. Wir lieben sie von ganzem Herzen. Man darf sie nur nicht gerade auf den Mund küssen, weil sie einen dann in Stücke reißen. Das war also die Geschichte von Grahams Rache. Er hatte das letzte Wort in unserer Auseinandersetzung.